Meine Waifu ist Zero Two, wer denn sonst? Meine Lieblingswaifus sind Erza Scarlet und Himiko Toga. Meine Waifu ist Kurumi aus Date Alive. Asna Yuki. Wenn ich mich für einen entscheiden müsste, ist es Sesora, aber so ist es nun mal nicht. Aktuellster ist Leider. Ich habe zwar drei Waifus, aber momentan ist Raftalia einfach auf der Spitze aus dem Grund, weil sie ein Waschbärmädchen ist. Sie sieht gut aus, sie ist super süß. Meine Faves dieses Jahr sind auf jeden Fall Jujutsu Kaisen, God of High School und Attack on Titan. Mein Lieblingsanime 2020 war Tower of God. So, die erste Staffel war zwar nicht perfekt, aber dafür wird die zweite umso geiler. Fortsetzung definitiv Attack on Titan von den Neuerscheinungen der Made in Abyss-Filme. Keep your hands off Aizuken, weil ich mit diesem Anime gar nicht gerechnet habe. Ich würde Jujutsu Kaisen sagen, weil ich finde den Anime sehr nice. Was mein Lieblingsanime 2020 war? My Hero Academia natürlich. Die Kämpfe waren anders geil. Ich warte sehnlichst auf den Gintama-Film und die Gintama-OVAs. Auf welchen Anime ich mich 2021 freue? The Promised Neverland. Ich bin so krass gehypt auf diesen Anime. Auf jeden Fall Bleach, weil es ist halt mein Favorite Anime und es wird einfach sehr nice. Nächstes Jahr freue ich mich persönlich am meisten auf die zweite Staffel von Promised Neverland. Ich kann mich nicht entscheiden, Alter. The Promised Neverland, Dr. Stone, Slime Anime, My Hero Academia. Es gibt einfach zu viel. Ist eine schwierige Entscheidung, weil nächstes Jahr einfach so viele geile Sachen rauskommen. Aber am meisten freue ich mich auf Neon Genesis Evangelion, Dr. Stone, den Slime Anime und The Promised Neverland. Normalerweise Dragon Ball und One Piece, aber ich bezweifle, dass ich da überleben würde. Daher Pokémon. Weil gechillt. Ganz klar, One Piece. Ich würde mir eine Teufelsfrucht schnappen, würde die essen und würde dann Luffy aufsuchen, um ihn dann anzubetteln, in seine Crew aufgenommen zu werden. Ich denke in der Sword Art Online-Welt. Am liebsten würde ich in die Welt von Naruto reisen. Denn dort würde ich Obito helfen, seinen Plan zu verfolgen, Rin wiederzusehen. Seit ich klein bin und Naruto kenne, ist es von mir schon immer ein Traum gewesen, einmal in diese Welt reisen zu können und einmal mit dem Ninja-Store auf Abenteuerreise zu gehen. Ich denke in die Welt von Konosuba, weil in Konosuba kannst du Skills lernen. Auch jeder kann Skills lernen im Prinzip. Only Wonderful. Ihr kennt's bereits. Wir haben hier Jacken, Hoodies und so weiter und so weiter. Bis hin zu Taschen, Umhänger und ey, die sind so krass. Also wenn es um Ankleidesachen geht, ist Only Wonderful das Beste ever. I don't know. Guckt euch aber an, wie geil. Und wieder Rabattcodes und Free Roadtrip. Ihr kennt's und ihr findet das alle geil. Link dazu, wie immer, in meiner Bio. Yes. Und kommt gerne auf unseren Anime-Discord-Server. Dort könnt ihr viele neue Freunde finden. Und weiter geht's. Mein Vorbild kann ich nicht an einem Anime-Charakter festlegen. Sei es die Ausdauer von Rock Lee oder der Punkt, dass man niemals aufgeben sollte, egal wie unfair das Leben scheint. Oder von den anderen Charakteren wie Goku, Ruffy, Naruto und vielen mehr, dessen Punkte mir im Leben weitergeholfen haben. Um eine Welt zu erschaffen, wo er seine große Liebe wieder sieht, hat er sich die ganze Welt zum Feind gemacht. Mein persönliches Anime-Vorbild ist Obito Uchiha. Mein Anime-Vorbild wird immer Naruto bleiben. Man hat gesehen, wie er von einem Niemand zu einem sehr großen Ninja geworden ist. Und er ist einfach mein Kindheitsidol. Mein All-Time-Anime-Vorbild ist Joseph Joestar. Er ist einfach funny und der größte Ehrenmann, den es gibt. Mein Vorbildcharakter ist Vegeta aus Dragon Ball, denn er ist immer da, wenn man ihn braucht und gibt niemals auf. Mein Vorbild ist und bleibt Naruto aus persönlichen Gründen. Ich weiß, das ist eine Klischee-Antwort, aber so ist es nun mal.